Also herzlichen Glückwunsch zum MINT-MIT-Preis, dem mittelhessischen Preis für MINT. Bitte stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind und von welcher Schule Sie kommen. Ja, mein Name ist Andreas Gehring. Ich bin der MINT-Fachbereichsleiter an der Gesamtschule Gießen-Ost. Mhm. Ich bin Anke Ordemann. Ich bin die Fachbereichsleiterin auch MINT an der Weidig-Schule in Butzbach. Sie arbeiten ja schon länger zusammen. Wie lange existiert Ihre Kooperation? Wir hatten jetzt dieses Jahr Premiere, es war das fünfte Jahr in Folge. Wir haben 2013 mit dieser MINT-Nacht angefangen und 2017 ist jetzt das fünfte Jahr. Also wir haben gerade ein halbes Jahrzehnt MINT-Nachts gefeiert. Super. Wie viele Schulen sind dabei? Es sind fünf Schulen insgesamt. Das ist noch die Liebig-Schule in Gießen und Landgraf-Ludwigs-Gymnasium aus Gießen und Theo-Koch-Schule Grünberg. Würde ich Sie gerne bitten, damit wir auch verstehen, was es bedeutet, wenn jeder von Ihnen ein Projekt, was Ihre Schülerinnen in dieser MINT-Nacht vorgestellt haben, kurz skizziert, bitte. Also dieses Jahr, was mich sehr fasziniert hat, war ein Vortrag über Forensik, weil das ist was normalerweise man nicht so denkt, dass das Siebtklässler interessieren würde. Es wurde sehr gut dargestellt, was es alles für Möglichkeiten gibt in der Forensik, Informationen zu bekommen, und es wurde sogar experimentiert in Richtung DNA-Analyse. Bei Ihnen ein Beispiel? Ja, ein Beispiel, was mir gerade so in den Kopf kommt, ist ein Beispiel, der goldene Schnitt aus der Mathematik bekannt, wo es um Proportionen geht, und der Beitrag war sehr vielschichtig und ich fand es ganz toll, welche Beispiele dieser Schüler aus der Unterstufe nun zitiert hat, um den goldenen Schnitt zu präsentieren. Zum Beispiel, was waren das zum Beispiel? Er hat zum Beispiel Gemälde präsentiert von Leonardo da Vinci oder auch die Mona Lisa. Ich glaube, die Mona Lisa war es auch, ja. Wo er auch den goldenen Schnitt eben zeigen konnte, dass der verwendet worden ist. Er hat Früchte präsentiert, also Ananas kam vor. Also es war ein Vortrag, wo ich denke, viele von der Jury und von den Organisatoren haben noch einiges gelernt. Bei der MINT-Nacht dieses Jahr, wer hat gewonnen? Die Schüler. Ja, die Schüler und MINT hat gewonnen. Ja. Wir machen das immer so, dass es eigentlich uns gar nicht darauf ankommt, welche Schüler von welchen Schulen gewonnen haben, sondern uns kommt es darauf an, dass die Schüler ein Erlebnis haben und feststellen, es ist ja gar nicht so schwer, in der Hochschule ein MINT-Projekt zu präsentieren. Und von daher ist uns immer wichtig, es kommt gar nicht auf die Schule an, sondern auf die Schüler, die das Projekt gewonnen haben. Und die freut sich natürlich dann auch über die gesponserten Gutscheine von der Firma Schunk, die Hauptsponsor dieser MINT-Nacht ist. Und wir sind auch jedes Mal dankbar, wenn Schunk wieder sagt, ja, wir unterstützen auch diesmal wieder die MINT-Nacht. Vielen herzlichen Dank.